Gary's Light, eine unglaublich tolle Mischung, die wir durch Mary und durch Marys Inspiration bekommen haben. Und ich finde, diese Mischung ist so grenzgenial, weil sie einfach, weil Mary einfach durch den Spirit von Gary, von ihrem verstorbenen Mann, einfach inspiriert war. Und Gary hat immer schon viel auf alte Traditionen gehalten, auf das alte Wissen gehalten. Und Mary wusste es und hat genau in Anlehnung an die Vergangenheit, an das Altertum und anhand des Wissens von Gary Young einfach diese Mischung kreiert. Gary's Light. Es gibt kaum eine bessere Bezeichnung für diese Ölmischung, denn diese Ölmischung bezeichnet wirklich das Licht von Gary, der für uns einfach alles gegeben hat. Und wenn man dieses Öl riecht, das riecht einfach bombig. Wirklich. So mächtig. Es hat einen süßen, herben, erdigen Duft. Und das ist auch kein Wunder, weil all das, was da drinnen ist, ist von den Inhaltsstoffen so derart mächtig. Und deswegen möchte ich vielleicht ganz kurz darüber reden, was ist in dieser Ölmischung alles drinnen. Also eines der wertvollsten Öle, die wir überhaupt kennen, ist die Zimtrinde. Denn die Zimtrinde hat einen weichen Duft, ein weiches Aroma, und die Zimtrinde ist jetzt so von der Wirkung her extrem reinigend. Also man kann sagen, die Zimtrinde unterstützt deinen Verdauungstrakt, den Darm unglaublich, und die alten Chinesen haben schon gesagt, im Darm steckt die Lebenskraft, im Darm steckt dein Leben. Aber der spirituelle Aspekt von der Zimtrinde ist auch so wichtig, und ich betrachte in dieser Mischung die Zimtrinde sehr von seiner spirituellen, emotionalen, psychologischen oder psychischen Wirkung. Und du musst dir vorstellen, die Zimtrinde wirkt, wenn man sie riecht, zufriedenstellend. Das bedeutet, wenn man die Zimtrinde, das ätherische Öl der Zimtrinde riecht, wirst du zufrieden. Und wenn du zufrieden wirst, hast du kein Bedürfnis mehr nach etwas Neuem. Das heißt, die Zimtrinde, der Duft der Zimtrinde hilft dir, nicht genügsam zu werden, sondern zufrieden zu werden. Und diese Eigenschaft zeigt sich in Form der Fülle. Nämlich, wenn du Zimt riechst, hast du das Gefühl der innerlichen, des innerlichen Reichseins. Ein Gefühl der Fülle und des Genährtseins. Und deswegen ist Zimt ein unglaublich wertvoller Duft für die meisten Menschen. Denn glaube mir, jeder Mensch leidet irgendwie ein bisschen an Minderwertigkeit. Und Zimt hilft uns, aus dieser Minderwertigkeit einfach herauszusteigen, indem wir uns reich fühlen. Und vor allem innerlich reich fühlen. Ein ganz ein wichtiges Öl, was auch hier drinnen ist, ist das Zitronengras. Und Zitronengras ist ja hat ja nichts mit den Zitruspflanzen zu tun, sondern es ist ein Gras, welches ein starkes zitronenähnlichen Duft hat. Und dieser Duft, dieses Zitronengras, lässt uns emotional fröhlich werden. Also innerlich reich und innerlich glücklich zu sein, welches durch das Zitronengras durchaus unterstützt wird, ist eine wunderbare Sache. Es ergänzt sich so schön. Und das ist auch der Grund, warum die Ölmischung Gary's Light einfach diese Frische gibt. Und Zitronengras hilft durchaus, uns auch innerlich zu reinigen. Also es hat einen ähnlichen Charakter wie die Zimtrinde. Es hilft uns auch wirklich zu befreien von all dem, was definitiv nicht in unseren Verdauungstrakt gehört, beziehungsweise überhaupt in unser Wesen gehört. Eines der absolut mächtigsten Öle des Altertums ist die Myrrhe. Und die Myrrhe ist eigentlich ein Ankündiger des Todes.
Das klingt jetzt dramatisch, ein Ankündiger des Todes. Aber so ist es auch, denn die Myrrhe wurde damals schon den ägyptischen Pharaonen und den Höchsten in der Regierung, die verstorben sind, einfach mitgegeben auf dem Weg, um den Weg, die Pforte durch den Tod ins Leben danach besser zu meistern. Aber was für uns wichtig ist, ist die Myrrhe im täglichen Leben. Und Myrrhe im täglichen Leben bedeutet einfach, lass alles, was nicht mehr deins ist, sterben. Löse dich von allem, was nicht mehr zu dir gehört. Und das betrifft Verhaltensmuster, das betrifft Emotionen, das betrifft eigentlich alles, sogar alten Ramsch in deinem Keller, also sogar auf der physischen Ebene, hilft die Myrrhe dir, dich loszulösen von Altem, von Überholtem. Denn glaub mir, es gibt genug in deinem Wesen, was bereit ist zu sterben, damit du die nächste Stufe erlangst. Und speziell im Bereich des Bewusstseins ist es ganz wichtig, dass wir nicht stehen bleiben dort, wo wir sind, sondern dass wir einfach den nächsten Level erreichen. Und deswegen ist Myrrhe eines der wertvollsten ätherischen Öle. Eigentlich ist jedes ätherische Öl das wertvollste ätherische Öl. Aber in dieser Mischung haben wir unter anderem auch das Eukalyptusöl, Eukalyptus radiata. Und das ist wiederum sehr gut für unseren luftigen Bereich. Unser Körper gliedert sich in mehrere verschiedene Bereiche. Wir haben hier den Denkbereich, das Feuerelement, hier im Brustkorb das Luftelement. Im Bauchraum haben wir das Wasserelement und in den Beinen, vom Steißbein hinunter zu, haben wir das Erdelement vertreten. Und Eukalyptus radiata unterstützt uns, den luftigen Teil gut zu unterstützen. Es hilft uns einerseits gut und frei durchzuatmen, aber auch dieses luftige Element, die Inspiration, die Eingaben, das alles, was durch das Feinstoffliche an uns herangetragen wird, durch den großen Kosmos, das wird durch Eukalyptus radiata extrem unterstützt. Das heißt, nicht nur, dass ich frei im Brustraum werde, sondern dass ich auch inspiriert werde. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn was hilft mir ein Leben ohne Inspiration? Ich würde nie neue Möglichkeiten, neue Wege einschlagen können, wenn ich nicht inspiriert sein würde. Also Eukalyptus radiata ist ein mächtiges Öl. Abgesehen davon riecht es extrem gut. Eukalyptus macht auch so einen frischen Geruch. Und wenn sich der im Raum ausbreitet, sagen alle Menschen, das ist so herrlich, ich fühle mich einfach wohl. Also all die Öle, die ich bis jetzt genannt habe, helfen uns einerseits, uns zu reinigen, aber auch frei zu werden. Und jetzt komme ich zum nächsten genialsten ätherischen Öl. Das ist der heilige Weihrauch. Und der heilige Weihrauch ist ein Weihrauch, der jetzt ebenfalls die Inspiration in uns ankurbelt und verstärkt, aber zugleich um uns wie so ein magnetisches oder hochfrequentes Feld erzeugt, welches uns gegen negative Schwingungen, die jetzt von außen auf uns eindringen wollen, einfach abschirmt. Man könnte fast sagen, wir sind durch den heiligen Weihrauch in einer Kugel des Schutzes eingebettet und dadurch beschützt von Energien von außen. Und genau das ist auch ganz, ganz wichtig. Denn im Laufe unseres Tages und unserer Wochen, im Laufe unserer Lebenszeit, die wir verbrauchen, werden wir permanent von vielen Sachen und Eindrücken von außen bombardiert. Und alles hinterlässt in unserer Seele eine Spur. Und wenn wir aber besser geschützt sind, dann haben wir einfach nicht diese große Gefahr, dass wir Verletzungen auf unserer Seele oder in unserem Geist abbekommen, weil wir einfach mehr schon beschützt sind durch die hohe Schwingung des heiligen Weihrauchs. Und ich glaube auch ganz fest, dass der heilige Weihrauch aufgrund wiederum seiner reinigenden Wirkung einfach unseren Körper sehr gut unterstützt. Also die Mischung Gary's Light ist bis jetzt schon eine unglaublich mächtige Mischung, um uns zu reinigen und zu befreien und zu schützen. Also
alleine schon von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, finde ich Gary's Light Mischung als eine wichtige Mischung, die du dir auch verdünnen kannst. Du nimmst dir ein 5 ml Fläschchen V6 Öl, gibst dir da 5 bis 7 Tropfen von dieser Mischung hinein und das verwendest du täglich zu deiner täglichen Körperpflege. Ob du jetzt in der Früh den Tag damit startest oder auch untertags dir dann deine eigene verdünnte Mischung aus der Hosentasche holst und es dir als Parfum verwendest. Oder am Abend, nachdem du dich geduscht hast und vielleicht ins Bett dann gehst, verwendest du es. Du wirst sehen, es wird die Wirkung nicht nur in deinem Tagesbewusstsein, sondern auch in deinem Unterbewusstsein nachhaltig verändern. Du wirst mit größter Wahrscheinlichkeit vielleicht besser träumen, bessere Inspiration erfahren und dergleichen. Dann haben wir natürlich noch die Zistrose als ein ätherisches Öl in dieser Mischung. Und die Zistrose ist so, dass alles gut macht Öl. Es bringt Dinge, die sich zerrissen haben, wieder zusammen. Es macht dich ganz. Es macht dich heil. Es hält dich gesund. Und die Zistrose hat einen unglaublich starken, intensiven Geruch. Für manche Menschen ist der Original-Zistrosenduft oft nicht wirklich aushaltbar. Das heißt, manche Menschen müssen sich erst an den Duft gewöhnen. Und die Zistrose erzeugt in uns eine gewisse Attraktion, eine Anziehung. Sie lässt uns oder sie bringt uns ins Strahlen aufgrund dessen, dass sie uns ganz macht. Und die gesamte Mischung bis jetzt mit dem heiligen Weihrauch, mit der Myrrhe, mit dem Zitronengras und dem Eukalyptus und der Zimtrinde, all die Öle bis jetzt schützen uns, aber jetzt kommen wir durch die Zistrose ins Erstrahlen. Und das ist eine unglaublich wichtige Eigenschaft, denn was wollen wir denn im Leben? Ja, wir wollen Spaß, wir wollen Freude, wir wollen andere inspirieren, wir wollen doch etwas hinterlassen, bevor wir den Planeten wieder verlassen. Und das Schönste, was du hinterlassen kannst, ist dein eigenes Strahlen, dass die Menschen sagen, boah, immer wenn ich dich sehe, geht es mir einfach gut, nur weil du da bist, nur weil ich dich sehe. Ich meine, das ist eines der größten Geschenke, die wir als Menschen anderen Menschen machen können. Dann gibt es noch Öle wie Dorado Azul. Dorado Azul ist ein unglaublich mächtiges Öl, welches uns von allen schädlichen Informationen befreit. Und ich weiß ganz genau, wie ich in Ecuador war mit Gary auf seiner noch nicht existierenden Farm. Das war im Jahr 2005. Da war ich in Ecuador. Oder war das 2007? Ich glaube, das war sogar 2007. Und da war ich in Ecuador. Und da bin ich dort gestanden, Gary neben uns. Wir waren eine kleine Gruppe von einigen Leuten. Und er hat uns so enthusiastisch von seinem Vorhaben erzählt. Da wird die Destillerie sein, da wird Mary's Haus sein, da wird das Baumhaus sein. Und wir standen hier mitten im Dschungel und er hat uns das alles so bildhaft gezeigt, weil er inspiriert war. Gary war ein Visionär der besten Art und Weise. Gary Young hat das, was er gesehen hat, dann umgesetzt. Er hat nicht viel nachgedacht. Und wie ich dort war, hatte er ein Feld voll mit Dorado Azul zum Ernten. Das war komplett ausgewachsen. Ich glaube, am nächsten Tag oder Tage später hätte es geerntet werden sollen. Und die Pflanzen, die waren mannesgroß. Also wenn man im Feld drinnen ist, kann man nicht drüber schauen, weil die Pflanzen höher sind. Und ich war in dem Feld drin. Was ich nicht wusste, war, dass natürlich viele andere Tiere diese Pflanzen auch lieben. Und wie ich dann so drin gestanden bin, wusste ich, welche Tiere noch Dorado Azul so lieben. Das waren Spinnen. Ich war mitten in einem Spinnenfeld drinnen. Und ja, das war ein spannendes Erlebnis. Aber
das Öl, der Duft von Dorado Azul ist sehr intensiv und es hilft, dass einfach die Struktur, dass du DNA-mäßig richtig schön ausgerichtet wirst. Das heißt, auch auf einer tiefen Ebene, dort wo deine Programme zu Hause sind, hilft dir dieses Öl einfach gut ausgerichtet zu werden. Ja, und dann haben wir noch zwei Öle, die absolut erwähnenswert sind, weil sie in diesem Fläschchen drin sind. Das ist das Petit Gras. Und Petit Gras ist nichts anderes als, das sind die kleinen Teilchen, Petit Gras, die kleinen Teilchen, die der Orangenbaum einfach abwirft. Das sind Äste, unreife Früchte, das sind Blüten vielleicht noch, die oben sind, Blätter. Und all das zusammen, wenn das destilliert wird, dann entsteht Petit Gras. Und Petit Gras hilft, dass du still wirst. Dass du deine innere Mitte findest und eigentlich dort ankommst, was du bist. Du kommst in deinem Wesenskern an, in deinem Zentrum deines Wesens an. Und Petit Gras ist einfach so umwerfend, weil es hilft dir, so still im Geist zu werden, dass du den jetzigen Moment, also das Jetzt, richtig wahrnehmen kannst. Und deswegen ist Petit Gras eines der essentiellsten ätherischen Öle, um das Jetzt wirklich erst zu erleben. Und glaub mir, die meisten leben so schnell in ihrer Zeit, dass sie alles nur oberflächlich wahrnehmen. Aber Petit Gras hilft dir, dass du in den Moment vertikal eintauchen kannst und dort in der Tiefe die Zeitqualität genießen kannst. Also Petit Gras ist für mich eines der unglaublichsten, tollsten ätherischen Öle, die eigentlich jeder braucht und die wir jetzt in dieser Form haben. Ja, und natürlich ist auch Ysop in dieser Ölmischung drin. Und Ysop ist so wichtig, dass wir Ysop auf einer tieferen Ebene verstehen, denn Ysop ist eine Pflanze, die unglaublich reinigend ist. Aber nicht nur reinigend aufgrund, dass es Bakterien, Viren und all diese Sachen abtötet, sondern reinigend ist aufgrund der spirituellen Ebene, dass es Plätze, die entweiht wurden, die wurden mit Ysop gereinigt. Also früher hatte man Altäre und Tempeln, die jetzt durch Taten von Eroberern oder durch irgendwelche Schandtaten verunreinigt wurden, mit Ysop wieder gereinigt. Ysop hat also die Macht, nicht nur den Körper physisch zu reinigen, sondern auch die Energie, die rund um das Ding, um was es sich handelt, jetzt verunreinigt wurde, auch energetisch zu reinigen. Und wir leben in einer schnellen Zeit. Wir leben in einer Zeit der Informationsflut. Es kann passieren, dass wir sogar am Ende des Tages Kopfweh haben, weil wir so viel Information bekommen haben, was früher nicht der Fall war. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch energetisch und geistig und spirituell immer wieder gereinigt werden. Und Ysop ist genau das Öl, was genau das tut. Also das Fazit von mir persönlich an diese Ölmischung, Gary Light, ist einfach, du brauchst das Öl. Und nicht nur einmal oder zweimal, sondern es ist eine ätherische Ölmischung, die dein Leben begleiten soll, die deine Körperpflege, die deinen Tagesablauf begleiten soll, die ich als unglaublich inspirierend sehe, als schützend sehe. Und dieses Öl ist natürlich vom Duft her so fein, weil wenn du den Duft riechst, dann musst du einfach deine Augen schließen, damit du den Genuss des Duftes komplett bewusst wahrnimmst. Es ist einfach eine traumhafte Mischung und ich möchte Mary Young für diese wunderbare Mischung von Herzen danken, denn das ist das, was die Zeit wirklich braucht. Ätherische Ölmischungen
die uns beschützen und inspirieren.